So, die fährt hier schon mal runter. Lol, ich fahr einfach mal mit. Lol, was ist das denn für ein Glitch, Freunde? Was ist das denn für ein Glitch? Ich glaube irgendwie nicht, dass es so gewollt ist. Ich kann hier einfach mal rausschauen. Lol. Wähle nicht die falsche Tür, so heißt dieses Roblox-Spiel. Denn wir haben hier immer drei Türen zur Auswahl und müssen dann schauen, welche die richtige Tür ist. Nur wenn wir die richtige Tür nehmen, dann überleben wir. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen werden. Lasst doch an dieser Stelle gerne einen fetten Like da. Lasst auch ein Abo da, würde mich sehr freuen. Dann sehe ich, dass ihr das Ganze mögt und dann mache ich auch mehr Roblox-Videos. Und ja, danke für euer Feedback, auch in den Kommentaren. Ich freue mich darüber immer sehr. So, wir haben wie gesagt drei Türen zur Auswahl. Das Komische daran ist nur, ich kann doch theoretisch einfach von hier oben schauen, welche die richtige Tür ist, oder sehe ich das gerade falsch? Also, man sieht ja hier, Moment, wenn ich ein bisschen den richtigen Winkel erwische. Nee, man sieht es gar nicht. Lol, okay, jetzt ist doch wieder eine Wand hier hinter. Aber gerade kommt man irgendwie durchsehen. Und man hat gesehen, dass die linke Tür die richtige Tür sein muss. Und das stimmt tatsächlich. Aber einfach, um euch das Ganze mal zu demonstrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Tür nehme. Und ihr seht, bam, hier haben wir einfach mal Monster hinter. Hier haben wir einfach das Doggy Granny Monster hinter. Und die erste Tür war natürlich die richtige Tür, deswegen laufen wir dort mal weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was? Lol, das ist einfach runtergesprungen, alles klar. Wir haben jetzt hier nämlich einen Checkpoint erreicht und wir laufen mal rüber. Auch hier haben wir drei Türen. Ich denke, wir brauchen... we need to choose one of the next doors. Okay, wir müssen also eine Tür auswählen. Links, Mitte oder rechts. Ich sag, es ist die rechte Tür und es ist die richtige Tür. Es ist einfach mal die richtige Tür, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Und? Doch, es war wirklich die richtige Tür. Oh mein Gott. Okay. Wir haben hier Granny am Start. Wir haben hier nochmal Granny am Start. Also, wir müssen erstmal hier durch dieses kleine Jump and Run laufen. Kann man das so nennen? Parcours würde ich das sogar eher fast nennen. Sodass wir nicht durch die Keule erschlagen werden. So, jetzt springe ich einmal ganz kurz durch die Felder hier durch. Hier haben wir wieder einen Checkpoint. Hier sagt der Typ schon wieder mehr Türen. Lol. Okay, hier links ist es, glaube ich, nicht die richtige Tür. Zumindest konnte ich das gerade sehen. Rechts ist es anscheinend die richtige Tür. Wir gehen mal weiter. Wir müssen jetzt erstmal hier durch dieses Bomben-Parcours laufen. Aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Er sagt, ich bin kein Krimineller, Sir. Okay, da bin ich mal gespannt. Wir haben hier mehrere Türen zur Auswahl. Wobei, nee, wir können nur oben, oder? Oder. Ich öffne mal die rechte Tür. Und die rechte Tür, ist es die richtige? Es ist, nein, es ist nicht die richtige. Hier hinter ist einfach mal Siren Head. Und er hat uns einfach mal angegriffen. Okay, kann ich hier auch die Türen hier unten nehmen? Ich kann auch die Türen hier unten nehmen. Hier haben wir also sogar sechs Türen zur Auswahl. Und nein, hier haben wir einfach mal Slenderman am Start. Slenderman hat uns einfach umgebracht, okay? Ist vielleicht die oben in der Mitte die richtige? Also, man muss sich hier quasi kreuz und quer durchraten, um das mal so zu sagen. Aber irgendwann, ja, es ist die richtige. Irgendwann ist es halt die richtige, okay. So, das haben wir schon mal ganz gut hinbekommen. Lol, der Weg fällt hier einfach mal runter. Oh mein Gott. Ich bin so verwirrt, sagt der Kollege. Wir haben hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Türen zur Auswahl. Und das auf zwei Seiten. Heißt, 10 Türen haben wir zur Auswahl. Ich gehe einfach mal in diese Tür rein. Und ist es die richtige, Leute? Ist es die richtige? Ich habe keine Ahnung. Und nee. Es ist, glaube ich, die richtige, oder? Nee, es ist nicht die richtige. Hä? Ich bin hinten reingegangen und komme hier vorne wieder raus. Okay. Also es war auf jeden Fall nicht die richtige. Ich gehe mal durch die zweite Tür. Und hier ist wieder ein Fragezeichen davor. Wird es die richtige sein? Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und auch die Tür war anscheinend nicht richtig. Okay, wir gehen mal in die fünfte Tür von rechts. Alter Schwede, ist das verwirrend. Wirklich, es ist super, super verwirrend. Und wir gehen hier durch. Und nein, auch hier kommen wir nicht weiter. Ich habe jetzt alle Türen auf der rechten Seite abgesucht. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Jetzt können wir eigentlich noch alle Türen auf der linken Seite abchecken. Das ist eigentlich so unsere einzige Option hier. Aber wir sind schon wieder auf der anderen Seite rausgekommen. Alter, wie sinnlos ist das bitte schön? Wir gehen mal in die vierte Tür rein. Und vierte Tür von links. Ja! Es war einfach mal die vierte Tür von links. Alter, ist das kompliziert hier, ne? Das heißt, man muss sehr viel ausprobieren. Und hier sind wir über Jeff the Killers Ring rübergesprungen. Hier haben wir einfach mal Baldi's Basic am Start. Oh mein Gott, wir müssen hier
versuchen irgendwie durch diese komischen Augen durchzukommen. Und jetzt, oh, ich glaube, wir dürfen allerdings nicht diese Platte berühren. Ich weiß es jedoch nicht. Und doch, wir dürfen sie berühren, okay? Wir haben jetzt hier auch wieder jede Menge Türen am Start. 1, 2, 3 Türen haben wir zur Auswahl. Okay, hier haben wir ein Schloss davor. Da dürfen wir anscheinend nicht rein. Kommen wir hier weiter? Oder kann ich hier so durchschauen? Nee. Ich nehme einfach mal diese Tür hier. Und ist es die richtige? Wir haben hier einen Safe drin. Oh nein! Piggy will uns einfach mal killen. Okay, die Tür ist es definitiv nicht, Freunde. Wir gehen mal hier in diese Tür rein. Und in dieser Tür haben wir unser Schlafzimmer. Ich glaube, das wird sie auch nicht sein. Ich glaube, das wird sie auch nicht sein, oder? Okay. Ja? Passiert hier noch was? Ich glaube, irgendwie hier passiert gar nichts mehr. Ich dachte, wir sterben wenigstens, aber auch das passiert anscheinend nicht. Ich gehe mal jetzt hier in die Toilette rein, in den Toilettenraum rein. Und passiert hier noch irgendwas? Und... Lol, da haben wir den Schlüssel. Lol, diesen Schlüssel mussten wir doch finden. Ah, okay. Also, und diesen Schlüssel können wir jetzt benutzen, um wahrscheinlich hier weiterzukommen. Okay, es macht Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn. Okay, was jetzt weniger Sinn macht, ist, dass hier einfach Autoreifen von links nach rechts rollen. Aber gut, man muss auch nicht alles verstehen, ne? Okay, Leute, weiter geht's, weiter geht's. This looks like kind of familiar, okay? Wir, also drei Türen schon wieder. Ich nehme mal die linke. Und die linke ist... Nein! Das ist irgendjemand von Five Nights at Freddy's. Keine Ahnung, wer genau, aber das war auf jeden Fall die falsche Tür. Die mittlere Tür wird sein. Nein! Auch wieder irgendjemand von Five Nights at Freddy's, also von so einem Horrorspiel quasi. Die rechte Tür muss es jetzt aber sein. Oder die rechte Tür ist es doch bestimmt. Ja! Die rechte Tür war es einfach mal. Jetzt haben wir hier so eine fette, fette Tür am Start. Oh, jetzt müssen wir auf solche Türen drauf springen. Interessant auf jeden Fall. Da springen wir natürlich mal drauf, würde ich sagen. Let's go. Wir sind jetzt hier rüber gesprungen und... Oh, now we need to enter one of the elevators. Okay, irgendeinen von diesen Aufzügen müssen wir wählen. Ich nehme den mittleren Aufzug und... Ist der richtige Aufzug? Nein, das war der falsche Aufzug. Oh, doch, ist der richtige Aufzug. Nein, ist der falsche. Doch, ist der richtige. Und, oh, nein, es ist der falsche. Doch, es ist der richtige. Es kann doch nicht wahr sein. Wir wurden einfach mehrere Male getrollt, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir, ah, oh, es ist doch der falsche. Mann, ey. Dann nehmen wir einfach mal den rechten Aufzug. Es kann ja wirklich nur besser werden. Wohin führt der rechte Aufzug? Also, ich dachte... Ehrlich, wir hätten vielleicht doch den richtigen ausgewählt. Also bei Baldi bleiben wir schon mal nicht stehen. Bei Piggy bleiben wir ebenfalls nicht stehen. Bei Slenderman bleiben wir nicht stehen. Und bei, oh Gott, bei den Killer Clowns bleiben wir stehen. Nein, der Killer Clown. Pennywise hat uns einfach mal getötet. Okay, dann führt kein Weg mehr dran vorbei. Das ist der linke sein muss. So, die fährt hier schon mal runter. Lol, ich fahr einfach mal mit. Lol, was ist das denn für ein Glitch, Freunde? Was ist das denn für ein Glitch? Ich glaube irgendwie nicht, dass es so gewollt ist. Ich kann hier einfach mal rausschauen. Lol. Oh mein Gott, was ein heftiger Glitch. Also, wir sehen, der linke Auszug ist auf jeden Fall der richtige. Ich finde es nur so lustig, dass ich jetzt hier einfach mal mitfahren kann. Ich muss jetzt aber runterspringen. Nein! Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich musste runterspringen, weil ich ja sonst gar nicht mehr in die letzte Etage gekommen wäre. Ich sterbe gar nicht. Lol. So, ich bin jetzt nochmal in den Aufzug eingestiegen. Aber, ja, ganz normal. Und wir sehen, tatsächlich war der linke Aufzug einfach mal der richtige. Lol, ist jetzt durch die Decke gekommen. Vielleicht hat das doch, oder hätte das doch funktioniert. Ich habe keine Ahnung. So, Checkpoint ist erreicht, würde ich mal sagen, Freunde. Jetzt müssen wir hier nur noch... aufpassen, durch die Laser zu kommen. Hat der Typ jetzt nicht gemacht. 3 fette XXL-Türen. You go first, I will follow. Also ich gehe zuerst und dann kommt unser Hund Doggo hinterher. So, wir sehen jetzt hier das Ganze. Ich ist nicht wirklich aussagekräftig. Wir springen einfach mal runter und... Oh Gott, wir fliegen gar nicht runter. Wir fliegen gar nicht runter. Doch, es war der richtige Weg. Oh mein Gott, wir sind fast am Ziel. Wir sind fast am Ziel. Wir haben jetzt hier so komische Türen am Start. Nein, schon wieder Five Nights at Freddy's am Start. Alter Schwede, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Wir gehen mal durch die rechte Tür, würde ich sagen. Let's go. Einmal die rechte Tür, bitte. Und das ist, glaube ich, das Ziel, Freunde. Wir haben es geschafft. Durch das Ziel zu kommen. Wähle nicht die falsche Tür. Wir sind am Ziel, haben 12 Minuten gebraucht. Freunde, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da für mehr Roblox-Videos. Würde mich freuen. Und in dem Sinne, ciao!